Was ist besser als ein Troller? Richtig, zwei Troller. Lasst schon mal ein Abo und Like da und genießt jetzt das Video einfach. Gelände. Soll ich diesen Job von Ihnen erstmal übernehmen? Was ist denn hier los? Warte mal, wenn ihr euch nicht an eure Anweisung selber Alter, hackst du jetzt oder was? Wer sind Sie überhaupt, dass Sie so mit mir reden können? Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Man muss niemand sein, um mit ihm reden zu wollen, wie man will. Haben Sie mich verstanden? Aber wenn das so weitergeht, junger Mann mit Mütze, wird es dazu kommen. Mäßigen Sie bitte Ihren Ton. Ich ermäßige meinen Ton, wenn er es auch macht. Sie wissen gar nicht, mit wem Sie sich gerade hier unterhalten, oder? Also, Sie denken auch, Sie sind der Oberpapst hier, der Oberknüller. Kann das sein? Bitte. Hey. Ja, also, dann soll er mal auch ein bisschen nicht so rumschreien wie so eine hysterische Frau. Ihr Dienstausweis. Dann waren Sie der junge Mann von der Armee. Wer redet denn mit dir überhaupt? Kann er nicht für sich selber reden? Ja, dachte ich mir. Jeder macht hier einen auf hart, bevor es hier noch 99 schlägt und eskaliert. Wartet nur ab, bis sie mich besser kennenlernt. So, der Herr, Sie können einmal mit dem Rücken zu mir kommen. Sie meinten gerade, uns alle zu bedrohen. Also was habe ich gesagt? Warte mal, wieso werden mir jetzt Handschellen angelegt? Alles, was Sie sagen, wird gegen Sie verwendet. Du bist ja geisteskrank. Haben Sie Rechte verstanden? Ich kenne meine Rechte, aber ich glaube, du kennst die Gesetze nicht. Haben Sie Rechte verstanden? Also ich kenne meine Rechte, du Vollidiot. Wenn du das wüsstest, dann ich habe dich gerade bejaht. Dann haben wir Beleidigung oder dazu. Ja, du bist ein Vollidiot. Du bist der linke Hodensack von dem Typen da drin. Ja. Wir haben Bedrohung und Beleidigung. Ne? Alles klar. Das ist ein Rentner, der denkt, er tut Autorität versprühen. Und seine Gefolgsleute haben keine eigene Meinung. Deswegen hören sie alle auf ihn. Nachdem ich inhaftiert wurde, habe ich beschlossen, Rache auszuüben. Und rufe jetzt Verstärkung. Ich habe jetzt Verstärkung gerufen. Sales. Grand AP, Grand AP, Grand AP. Okay. Wo ist er denn? Der ist irgendwo hier. Er ist auf dem Dach irgendwo. Ah, da links. Da, guck mal, wo der geparkt hat, Digga. Links, schau mal. Oh, mit dem Hubschrauber. Das darf der auf keinen Fall, Digga. Das darf der nicht. Boah, hier sind voll viele, Bruder. Wie sollen wir den hier auseinandernehmen? Guck mal, ganze FIBs hier. Fuck, Digga. Wir kommen auch nicht aufs Haus drauf. Oh, doch, hier. Schnell. Hä, wie bist du da hochgekommen? Also? Bruder Spodermann. Der ist da. Sirs. Was ist los, Madame? Warum, Madame? Auch nur so. Ja, warum direkt so unfreundlich, hä? Bin nicht unfreundlich. Die haben mich noch nicht unfreundlich erlebt. Eine andere Sache erstmal, was offensichtlich ist. Warum parken sie endlich mit dem Heli hier oben drauf? Weil er es kann und weil er das so mag. Ich habe aber dich gefragt und nicht den Hubschrauber. Ja, und weil ich es auch kann. Haben Sie den Knall nicht gehört? Das dürfen Sie nicht, der Herr. Zeigen Sie mir mal Ihren Dienstausweis. Mit wem haben wir es denn zu tun überhaupt? Und was spricht dagegen? Zeigen Sie mir vieles. Den Ausweis. Freundlicher. Also. Zeig mir den Dienstausweis, Arschloch. Du nennst mich Arschloch. Kannst auch keine Freundlichkeit erwarten. Komm mal mit runter. Komm mal mit runter. Sie verweigern uns gerade den Dienstausweis, das wissen Sie. Und Sie überlegen sich, mit wem Sie gerade hier reden, Freundchen. Ich lasse mich nicht als Arschloch beleidigen, ist das klar? Fahren Sie mal einen Gang runter. Wir haben Sie erstmal ganz höflich angesprochen, bis Sie unhöflich wurden. Und jetzt zieh Leine, Freundchen. General of the Army, Paddy Eiche. Abfahrt jetzt hier. Also erst einmal, Sie wissen, dass Sie eine Straftat begehen. Egal, wer Sie sind. Und Sie wissen schon, wer vor Ihnen steht, oder? Ja, das ist mir doch scheißegal. Sie können auch der Papst sein. Aber wenn Sie eine Straftat begehen, dann begehen Sie eine Straftat. Und Sie müssen jetzt hier nicht laut werden. Wo ich nicht auf einem Dach landen darf. Okay. Das klären wir anders, aber. Nimm ihn einfach fest und setz ihn ins Auto und steig ein, okay? Ja, die plustern sich aber auf. Alter! Hier, ich bin hier. Nimm die Handschellen ab. Ich habe deinen Chef am Telefon. Wir fahren einfach mal zu meinem Chef, würde ich sagen. Oh ja, Freundchen. Warte, das regeln wir auch anders. Kurze Info, Jungs. Erster Link in der Beschreibung. Der Link zu Grand AP kommt rein. Plus der zweite Link in der Beschreibung ist der Discord-Link zu meiner Familie. Da seht ihr dann auch, dass ihr Preisgelder bekommen könnt fürs Zocken auf dem Server, während ihr meiner Familie seid. Wie meine Familie kommt, wie ihr das Ganze genau gewinnen könnt, seht ihr dann auch in der Beschreibung. Jetzt noch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Ja, doch, du plusterst dich aber ganz schön auf. Hast mir jetzt nach 5 Aufforderungen immer noch nicht deinen Dienstausweis gezeigt. Sag mal, wo Shepard's bei dir? Hast du keine Grundausbildung gemacht? Und ich lasse mich von dir nicht als doch beleidigen. Erstmal geht's mit ihnen ab ins SG. Oh, Junge. Du weißt schon, dass sie gerade einen Fehler macht. Warum? Der Ausweis ist wahrscheinlich fake, ich weiß nicht. Also ein General würde sich nicht so verhalten. Ey, der hat, hast du das gesehen? Der hat ein Ticket gemacht. Orga-Verwaltung. Wurde vom FBI verhaftet. Paddy, willst du mich verarschen? Du beschwerst dich bei der Orga-Verwaltung. Ja. Du weißt, dass ich da Mitglied bin, du Depp. Das ist mir scheißegal. Ja, aber denk doch mal nach, wenn ich da Mitglied bin, was beschwerst du dich denn da, du Vollidiot? Erstens, ja, musst du weiter beleidigen.
Ich raste gleich richtig aus. Ich bin gleich richtig kurz vorm Lautschreien. Richtig laut. Strafgesetzbuch, Paragraph 4 Absatz 3. Gemäß den geltenden Vorschriften und aus Gründen der Sicherheit ist es strikt untersagt, Hubschrauber auf Dächern zu landen. So, haben Sie es gehört? Landung, das interessiert mich einfach nicht. Das kläre ich jetzt. Wie das interessiert Sie nicht? Sie missachten das Gesetz und jetzt schreien Sie hier noch rum und brausen sich auf. Was sind Sie für ein Vollidiot? So ein Maul, aber wirklich kein Arsch in der Hose. Sorry. Also ein wahrer General würde zu seinen Fehlern stehen. Ja, der hat keinen Arsch in der Hose dafür. Ist jetzt weiter rum beleidigen. Also erstmal haben Sie damit angefangen, so unhöflich zu reden mit Madame. Ihr habt mich als Arschloch beleidigt. Also wenn man in den Wald schreit, so halt's auch zurück, ne? Aber das kennst du ja wohl nicht. Den Dienstausweis zu zeigen, aber selbst das hast du nicht getan. Ich habe euch den Dienstausweis gezeigt, wie oft nur noch. Wie hast du den Dienstausweis nicht gezeigt? Es ist doch egal, wen ich den zeige. Hauptsache, ihr habt den Dienstausweis. Ich will mich jetzt auch nicht hier mit Ihnen streiten. Das kann er auch nicht. Oh, das kann er auch nicht. Nicht mit dem Martin. Oh, doch, glaub mir. Ja, bis jetzt habe ich ja nichts gehört von ihm. Was ist denn hier los? Alles gut, wir haben alles im Griff, FIB. Habt ihr gar nicht. Jungs, was ist denn jetzt hier eigentlich? Alles gut, wir haben alles im Griff. Nein. Was ist los? Das ist hier unsere Situation gerade. Wir gehen den ganzen Tag. Das ist nicht eure Situation. Wir haben hier ein paar Straftaten, denen wir nachgehen und alles ist gut. Pass auf. Du siehst, was auf dem Dienstausweis draufsteht, richtig? Ja, sind Sie jetzt der Nächste, der mich beeindrucken möchte mit das, was auf dem Dienstausweis steht? Ich habe hier drin das Hausrecht. Also. Denken Sie, wir sind hier bei einem Kino oder so, wo Sie Leute hier rausschmeißen können? Wir haben hier einen Sträfling. Den können Sie nicht einfach rausschmeißen. Das ist kein Hallo? Ja, der Chef kann uns am Arsch lecken, wenn er uns den Dienstausweis nicht zeigt. Ja, und du kannst mich auch gerade mal gleich kreuzweise hier. Hey. Keiner ist hier vom Gesetz ausgeschlossen, egal was für einen Posten der hat. Schon mal was von Immunität gehört. Immunität wird aufgehoben, sobald sie anfangen, sich zu benehmen, wie sie möchten. Oh Gott, Junge. Wieso nehmt ihr den fest? Ich bin dein Chef, wieso nehmt ihr den fest? Also, ich muss schon sagen, Paddy, Sie haben sehr einflussreiche Freunde, aber das wird ihn nicht retten. Vor allem, Sie sagen, ich bin angeblicher General. Hier neben mir steht ein Genstab-Mitglied von meinem Genstab. Was soll denn Genstab sein? Hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Hab ich auch noch nie gehört. Und außerdem, den Chefe, den geht's jetzt an den Kragen. Und wenn Sie dem Ganzen hier Zuspruch erteilen, dann wird's Sie auch noch erwischen. Glauben Sie mir das? Wollen Sie mir jetzt drohen oder was? Glauben Sie mir das einfach. Wenn Sie Ihrem Chef weiter Zuspruch geben, dann werde ich mir... Ich gebe ihm Zuspruch, weil er mein Chef ist. Und ich werde mir Ihr Gesicht merken. Und weil am Ende des Tages werden die Hasen gezählt. Sie machen das Falsche. Sie haben meinen Chef... Schauen Sie mal. Gemacht. Sie wissen anscheinend nicht, dass wenn Ihr Chef Scheiße macht, dass man dem Ganzen nachgehen muss. Aber nicht auf solche Mittel. Ja, was denn? Sollen wir den Honig ums Maul schmieren und sagen, ey, mach das nie wieder? Ja, aber mal ein bisschen den Ton mit. Vollidiot. Meinst du, wer du bist, immer? Die Dame, ich weiß nicht, was die denken, wer sie sind, dass sie uns nicht mal beim Reden angucken. Ihr wollt Respekt, ihr behandelt euch so wie Scheiße. Wir behandeln uns wie Scheiße. Also das hat erstens keinen Sinn gemacht, wollen sie mir jetzt nicht hier irgendwie die Flöte pusten in aller Manier. Ja, dann lasst ihn doch in Ruhe. Oder lasst mich doch in Ruhe. Nur weil ich zu meinem Chef stehe? Was ist los? Ja, ich werde hier gerade bedroht, Herr Gouverneur. Erstmal bedroht sie hier niemand. Doch, genau, sie haben mir gerade bedroht am Ende des Tages. Ja, und dann? And now he's videotaping me. Ma'am, he's running me over. No, I'm not. Ich werde gerade bedroht, Herr Gouverneur. Also ich glaube, der ganze Army-Verein ist hier psychisch labil. Guten Tag, hallo, Bundesrichter Dieter Justice. Meine Wenigkeit, Ronska Wasilewitsch, der damalige, jetzige und zukünftige Gouverneur. Dann würde ich diejenigen bitten, die weder am Einsatz beteiligt waren, noch die Zeugen sind, einmal ganz kurz diesen Raum zumindest hier verlassen. Damit bist auch du gemeint, Melanie, ne? Ne, Melanie? Kann man aber auch mal ein bisschen freundlicher sagen. Dann würde ich diejenigen bitten, die weder am... Ja, dann... Er hat einfach die Straßenverkehrsordnung komplett missachtet. Gesagt, ja, wie ich Bock habe, wie ich Lust habe. Ist er mit seinem Heli auf irgendwelchen Dächern rumgelandet? Meine Herren, mal eine andere Frage. Wann? Carlo, du hast doch jetzt einfach mal Sendepause. Um dich geht's doch gar nicht. Du musst dich nicht jedes Mal wieder in den Mittelpunkt drängen. So, damit Sie gleich wissen, wo Sie dran sind. Hier hast du meine Lizenz und ich bin der nette Rechtsanwalt von Ihnen. Und Sie haben mir noch nicht mal Rechte vorgelesen, nur mal so. Kollege, wenn du uns die ganze Zeit die Ohren voll holst, geht das auch schwer. Und wenn dein Kollege ich uns kann die ganze Zeit... Ohren voll hören, Freundchen. Soll das jetzt eine Drohung sein? Willst du mich verarschen? Also ich höre ja unzulässiges Halten und Parken. Das ist wahrscheinlich, weil sie irgendwer wieder gedacht hat, auf irgendwelchen Zivilgebäuden kann man landen. Ja? Das sah auch schon fast danach aus, als würde er da runterrutschen gleich jeden Moment. Das ist einfach nur fahrlässig und es ist einfach scheiße gefährlich. So. Exekutivbeamt. Ja. Es parken so viele da oben auf diesem Dach. Ja, aber Herr Eichner, Sie müssen ja auch verstehen, es werden auch tagtäglich so viele Leute erschossen. Das ist dann auch richtig. Keine Begründung für Mord. Unzulässiges Halten. Ich weiß auch nicht, was in den General gefahren ist, dass er meint, dass er jetzt
einfach mal mitten hier im Gespräch so ein kleines Mittagsschläfchen halten kann. Ich habe schon gesagt, dass ich der Anwalt bin vom Herr Eichner. Warten Sie mal. Eben waren Sie noch der Herr, der sich im SK quergestellt hat und gesagt hat, ich habe das Hausrecht, ich schmeiße jetzt alle hier raus, Sie können den hier nicht reindeponieren. Und jetzt sind Sie auf einmal die Anwalt. Ja, der Herr Ehrenhund, müssen wir da eh jetzt mal ein bisschen, ja. Können Sie mal aufhören, mich ständig zu durchsuchen? Das reicht jetzt mal langsam. Von welchen Geistern sollen wir uns jetzt um die Frau da hinten kümmern? Dann ist das halt so. Ja, was wollt ihr alle hier? Wie, ey, was Tyrone. Will ich hier? Tyrone, er beleidigt dir die ganze Zeit. Was mach ich hier? Oh, warte mal. Digga. Waschloch. Du siehst aus wie ich in echt. Ich mach GTA auf, Digga, und guck, was direkt passiert. Digga. Ich komm nicht mal raus aus dem... Bruder. Tyrone. Was? Bruder, auf Ehrenbasis kann ich bitte auf Streife, Bruder. Keiner will mit mir Streife fahren. Die ganze Zeit schon. Dann hast du wohl Pech gehabt, Ahmed. Wow. Komm mir nicht in die Quere. Du hast einen Fehler gemacht. Dir kann dir niemand helfen. Niemand kann dir helfen. Hey! Niemand kann dir helfen. Was isst du? Nein, nein, Wer ist das hier? Sind Sie vom FIB? Ja, bin ich. Abasi. Sie sind also FIBler und laufen hier mit gezogener Waffe rum. Nee, ich hab die gerade ausgezogen, weil geschossen wurde, Kollege. Ja, dann zeigen Sie mir. Hallo, mit dir redet überhaupt keiner. Sie verlassen das, sonst kannst du gerne mal eine Kugel in den Kopf kriegen. Ah ja, Herr FIBler. Und dagegen machen Sie nichts? Morddrohung hier? Dass du eine Kugel in den Kopf bekommst. Schauen Sie. Unglaubliches Pack hier. Der Herr? Small.